Und jetzt würde ich sagen, gehen wir ein bisschen zurück in die Vergangenheit. Der gute Matissel aus unserer Games-Redaktion hat einen Nerdstalgie vorbereitet zu dem Spiel Dino Crisis. Mögt ihr das Spiel, schreibt es mir in den Chat und viel Spaß mit dem Beitrag zu Dino Crisis. Nie war der Horror-Adventure-Boom so groß wie in den 90ern. Viele Entwickler versuchten sich in verschiedenen Horrorszenarien. Capcom, die mit Resident Evil den Horror-Hype auslösten, wagten sich an ein neues Projekt. Nun waren es aber keine Zombies mehr, sondern Dinos. Spielerisch ist es ähnlich wie Resident Evil und wird deshalb auch oft als Resident Evil mit Dinos betitelt. Die Geschichte ist nicht die, dass ein reicher Mensch einen Vergnügungspark mit Dinos bauen will, sondern dass eine Militärspezialeinheit einen Doktor namens Dr. Kirk retten soll. Dieser ist angeblich bei einem Unfall auf Ibis Island umgekommen. Man selbst spielt Regina, eine Frau in hautenger Kampfkleidung. Natürlich gibt es noch andere Charaktere, aber verdammt, die Frau hat hautenge Kleidung an. Ach ja, und man darf natürlich nicht den T-Rex vergessen, der einen das ganze Spiel auf Trab hält. Ansonsten hat das Spiel alles, was ein Horror-Adventure braucht. Stimmungsvolle Musik, eine Menge Blut und Türanimationen. Leider ist das Spiel im deutschen PlayStation Store nicht erhältlich und ist somit nicht auf der PS3 oder für unterwegs erhältlich. Allerdings gibt es die PS1-Fassung für gerade mal 10 Euro in gewissen Internetshops.